Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, euch beiden muss ich jetzt gleich doch nochmal erweitern, weil ihr seid doch ein bisschen lahmarschig. Und es tut dem Ganzen doch wahrscheinlich sehr gut, wenn ich so schnell upgrade. Einfach damit die Saugkapazität auch erhöht ist. Ja, schau, jetzt ziehen sie das viel schneller raus. Unser Schiff, wie geht's dem eigentlich? Weil ich glaube, das hat ein bisschen Damage abbekommen. Das müsste repariert werden. Ja. Lassen wir das kurz mal in die Reparatur. Und dann sollten wir hoffentlich da auch wieder stabil stehen. Ihr seid unten. Wir müssen so ein bisschen überlegen, was wir in Zukunft alles rauskippen und was wir schauen müssten, dass wir eventuell doch nicht rauskippen. Oh, selbst die Säure wird langsam wieder voll. Holy shit, okay. Sand ist aber aktuell sehr gut, wie es ausschaut. Auch unser Abwasser scheint gut zu funktionieren. Was problematisch ist, sind die drei Freunde hier. Wir haben hier ein Abwasser und wir haben hier saures Wasser. Und ich würde sagen, wir müssten das saure Wasser sammeln, weil wir haben hier unten ja eine saures Wasseranlage stehen. Hier wird gerade nichts produziert, weil der Dünger schon wieder voll ist. Okay, dann kriegst du halt noch so ein Flüssigkeitsspeicher gewischt. Wenn es funktioniert, bin ich happy. Nein. Wenn es funktioniert, bin ich happy. Liefern. Dann steht nicht hier schon wieder alles, nur weil ein kleines Stück nicht funktioniert. Ja, hier produzieren wir das erste. Was? Nein, das kommt weg. Aber hier produzieren wir ja das erste. Den ersten Dünger drin. Und 30 Dünger raus und der frisst 60 Dünger. Was kann ich noch alles mit Schwefel machen? Schwefel hat ja bestimmt noch ein bisschen mehr gerade zu tun. Nein, nicht GH. Schwefel. Schwefel kann ich verwenden, um Rubenzin in Gummi zu verwandeln. Ja, das ist klar. Ich kann es verbrennen, aber das tut meinen Leuten nicht wirklich gut. Ich kann es mit Kalkstein zu Schlacke mixen. Wahrscheinlich, um einfach Überschuss abzubauen. Genau, ich kann es zu Dünger machen. Verwende ich das aktuell für den Dünger? War das Dünger 1, oder? Ne, das ist Dünger 2. Ich brauche es für Tofu. Für Tofu? What? Für noch mehr Säure. Für noch mehr Kalkstein. Und für noch mehr Dünger 2. Jetzt mehr. Da müsste ich mir vielleicht mal wirklich eine ganze Anlage überlegen. Da muss ich dann auch irgendwie den Transport hinkriegen. Ah, das ist wieder alles so überlegungsschwer. Das ist doch blöd. Schiff, wie schaut's mit dir aus? Ich kann die Panzerung zu Panzerung 2 rein theoretisch upgraden. Aber ich glaube, das erste reicht das. Die Location ist zu far. Du wirst nah genug, du wirst auch nah genug. Dann würde ich aber sagen, erkunden wir doch mal hier hinten. Leider dauert das mit den Erkunden immer eine Zeit. Und das ist relativ blöde natürlich. Ich vermute mal, er wartet gerade darauf, dass er wieder fahren kann. Gut ist natürlich, dass wir doch relativ viel Treibstoff aktuell haben auf Lager. Bei dir ist halt das Rubenzin schon wieder voll. Habe ich euch nicht equal gemacht? Ah, Dampfüberschuss wieder.
Kann ich denn nicht rein theoretisch die einfach auf Rohbenzin umstellen? Warte mal, wir bauen einfach dich mal schnell ab. Aber sag mal, es ist jetzt nicht so wichtig, du bist nicht unbedingt auf das ausgelegt. Aber wenn er hier das noch machen kann, wäre ich ihm sehr verbunden. Und wir haben noch einen Kampf gegen großes Schiff gewonnen, wie es ausschaut. Das ist natürlich super. Den neuen Ort, den wir jetzt erkundet haben, ist... Und hier sind Gegend mit Feinden. Schicken wir unser Schiff gleich nochmal in die Schlacht. Dann sind wir vielleicht mit der Ecke sogar fertig, wer weiß. Wäre natürlich cool. Das mit der Nahrung ist gerade noch so ein bisschen... Ich. Brotlager scheint immer noch auszureichen. Wir tun mal das Brotlager erhöhen. Schauen wir, wie es ist, wenn ich Dünger wirklich anfange einzuspeisen. Die Möglichkeit haben wir ja. Tierfutter haben wir auch noch auf Lager. Vielleicht können wir damit Eiern und mit Dingen ein bisschen das Nahrungsangebot ein bisschen auftauen am Ende. Was kann ich mit Säure eigentlich noch alles so machen? Einfach mal wieder ein bisschen so durchgucken. Säure kann eingesetzt werden. Ja, für Kupfer. Mischglas. Zur Goldreinigung scheint es wichtig zu sein. Mohn macht Morphin, okay. Yellowjack, okay. Fluorwasserstoff, okay. Und hier für Mikrochips. Spaltprodukt. Und für die Nukleare. Wiederaufbereitungsanlage, okay. Also es ist schon wichtig, Säure. Wir scheinen schon wieder in ein... Wir haben eine Niederlage erlangt. Au, oh, okay. Das ist ungut, meine erste Niederlage. Ja, kostet uns nicht viel. Die tat ja gar nicht mal so weh. Aber da sind wir dann am Boden, da scheinen wir dann nichts mehr an Kupfer übrig zu haben, das ist schon mal gut. Die haben sich jetzt dann hier durchgebaggert, das ist natürlich noch genialer. Weil Stück für Stück wird das Ganze hier sich vertiefen und anpassen. Hier kippen sie auch schon auf. Superb. Superb, superb. Ist das rein theoretisch noch im... Nee, ist nicht mehr im Baggergebiet, ne? Schade. Schau mal, vielleicht kann ich den noch so ein bisschen anpassen, dass wir mit dem doch ein bisschen mehr noch machen können. Leider nicht, leider nicht. Ist alles relativ ausgenutzt schon, ne? Leider, leider, leider. Wir werden aber trotzdem hier mal wenigstens... Ja, das ist wieder ein bisschen hoch und hin und her, aber dann ist das Wasser weg. Und das ist keine schlechte Sache, wenn das Wasser weg ist. Jetzt haben wir dann hier schon mal eine schöne Freifläche, das ist gar nicht schlecht.
Dann müssen wir nur das ein bisschen zuschneiden und dann sollten wir hier ganz gut dabei sein. Die Kohle sammelt sich immerhin. Läuft also nicht allzu schlecht. Die Sandmine ist aber auch gut unterwegs. Ihr seid wieder durch, okay. Stimmt, euch habe ich ja mal gesagt, ihr sollt tief graben. Weißt was, macht es weiterhin bitte. Grabt euch rein. Zeigt mal, wie tief diese Kalkmine geht. Die sehe ich auch wieder ewig lang. Ist die vom... Scheiße. Hier auch wieder alles. Das ist überall das Zeug. Von daher absolut kein Problem. Ah, das Kalk ist aber schon ein Stück leer geworden in dem Fall. Aber das wird sich wieder schnell auffüllen. Ist ja kein Dauerbrenner in dem Fall. Eisen läuft auf. Einfach so null Probleme mit der Eisen. Das ist so erstaunlich einfach irgendwie. Wir könnten Gewächshaus 2 hier machen. Die Vorkommen hier unten schauen immer noch sehr gut aus. Wie kann ich... Das muss ich mir nochmal überlegen. Ich würde gerne wirklich eine dauerhafte Düngerproduktion herstellen. Also wirklich eine gute, effektive auch. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, ich brauche für Dünger... Dünger 1. Müssen wir ja mit Dünger 1 mal anfangen. Ne, wir müssen mit Dünger organisch anfangen. Ne, müssen wir nicht. Ammoniak und Sauerstoff. Sauerstoff ist easy. Ammoniak. Kann ich halt hierdurch herstellen. Und ansonsten durch Wasserstoff und Stickstoff. Wasserstoff kann ich produzieren durch Ammoniak. Okay, oder oh, durch dich. Mit 6 Wasser mache ich 24. Kriege ich auch Sauerstoff raus. Wenn wir davon ausgehen, wir bauen so eine große Anlage. 36 und 24. Ja, du bist halt der ultimative Killer dafür. Und Wasserstoff. Auch wieder Sauerstoff raus. Okay, aber selbst Sauerstoffüberproduktion sollte kein Problem sein, weil die kann ich in die Luft blasen. Das sollte nie ein Problem werden. Das sollte nie ein Problem irgendwie werden. Brauch halt Wasser wieder. Weil im Grunde soll es so sein, ich würde gerne eine saure Wasserstation, an der ich das ganze saure Wasser hinleiten kann. Also egal was ich habe, einfach mit einem Transporter einfach hinschicken. Und da... soll grundsätzlich das ganze saure Wasser verarbeitet werden, aber wenn es nicht geht, sollen die restlichen Maschinen übernehmen, damit wir eine hoch genug Produktion an Dünger haben. Und das möchte ich mir überlegen. Ja, ich könnte natürlich wieder online durchschauen und schauen, ob ich dafür einen Plan finde, aber ich denke, es ist spannender, wenn wir das hier selber entwickeln anfangen. Auf der anderen Seite gibt es da noch irgendwo hier so ein Projekt rumstehen. Wo war denn das? Hier. Das müsste ich auch mal fertig machen. Alter, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Der Grundaufbau ist immer noch der Scheiß selbe. Oder sollte ich einfach den Grund nehmen und umbauen? Also wenn ich... Schauen wir mal. Season 2. Benzinproduktion. Das ist originell. Originelle Anlage. Das ist originale.
jetzt, wenn ich dich jetzt hier zum Beispiel rauskarten anfange? Wir sagen, nope, so machen wir das nicht. Das wird ein bisschen anders laufen. Da haben wir Benzin-Output zum Beispiel. Da haben wir noch ein Wasser. Was hier hinten durch den Brenngas ausmacht. Oh Gott. Es ist gar nicht so einfach, wie es scheint. Ja, ich muss das noch ein bisschen überlegen, weil das ist schon echt sehr... Ding, aber ich hätte jetzt gerne einfach eine voll auf Benzinproduktion ausgelegt. Eine volle Wäsche, 100% effiziente Anlage. Oder sehr gut effiziente Anlage. Ja, aber ich glaube, da muss ich noch ein bisschen dran tüfteln. Ich bin da gleich ein bisschen teilweise wirrwarr im Kopf. Vor allem, wenn ich viele Sachen an einem Tag mache. Ich glaube, da muss ich mir mal hinsetzen und wirklich viel Zeit dran verbringen, das zu optimieren. Ich glaube, es gab online auch so einen Setzer, damit du es aneinandersetzen konntest. Vielleicht muss ich das mal mit so einem vorbauen und dann den Plan am Ende sozusagen umsetzen. Das könnte auch gut sein. Aber auf jeden Fall geht es immer noch Stück für Stück voran. Die Kollegen hier baggern die ganze Sache schon ab. Die sind gut dabei. Ich glaube, den können wir dann auch hier sagen, dass wir noch den Rest abgraben sollen, weil hier ist noch genug Zeug in der Wand drin. Wenn ich mir das so anschaue, ja, da sind noch ein paar Reste drin. Sollen sie rausgraben und dann sind wir durch. Wenn sie das alles rauskramen, sind wir gut dabei. Geben wir ihnen jetzt hier bestimmte Aufträge noch. Dann sind die für die nächste Zeit hoffentlich noch ein bisschen beschäftigt, wenigstens. Und dann sind wir gut dabei. Das dauert ein bisschen, dann ist die Mine quasi fast leer. Die wird dann noch ausgeräumt und dann wird der Trupp auch nach hinten gebracht zur Kohle. Dann kann der große Trupp hier sich um was anderes kümmern, weil die sind zwar eh schon gut dabei, alles andere zu machen, aber ich denke, sie sollten dann trotzdem anfangen, auch sich um die ganzen anderen Aufgaben zu kümmern. Ich gebe hier jetzt aber schon mal den Verkippauftrag bis hier vorne an die Kante. Weil das ist sozusagen die Idee dahinter, die komplette Fläche nutzen. Und wenn wir das anschauen, haben wir dann hier auch echt viel Fläche übrig. Von der Kohle her geht es hier lang. Oh, wir hätten hier sogar ein Ölfeld. Wir hätten hier ein temporäres Ölfeld, damit wir ein bisschen Benzin machen können. Scheiß drauf, ob das effizient ist oder nicht. Aber wir hätten hier ein bisschen Rohöl. Wir können auch notfalls hier noch eine Mini-Produktion aufbauen oder sowas. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.